Hallo und herzlich willkommen im Keller, denn im Keller ist es kälter als draußen und dementsprechend halte ich es für eine gute Idee, dass ich das auf den Keller jetzt verlege und zwar habe ich schon wieder was geschenkt bekommen und das ist Heidenei, diesmal etwas, was ich wirklich hervorragend gebrauchen kann. Also ist ja jedes Mal so, dass ich mich ja sehr freue über das, was ich so geschenkt bekomme. Aber ich muss sagen, diesmal ist es wirklich etwas, was ich so richtig, richtig, richtig gut gebrauchen kann, weil ich mir ohnehin noch vorhatte zuzulegen, was ich mir jetzt sparen kann. Denn jetzt habe ich es ja schon und es ist etwas, was uns allen zugute kommt. Uns allen, die wir dann hin und wieder mal auf dem Bildschirm starren, wenn ich da entsprechend drauf rumspringe. Und zwar handelt es sich nicht um diese Kamera, sondern das ist jetzt quasi der Dummy für die Kamera, für die das ich beschenkt bekommen habe, gedacht ist. Aber die kann ich ja jetzt nicht zeigen, weil mit der nehme ich ja auf. So, und jetzt extra noch mal eine alte Kamera reaktivieren, damit ich dann die Kamera, die ich benutze, filmen kann, war mir zu viel Arbeit. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme hier mal meine alte Canon EOS 500N. Und die ist übrigens eine Spielreflexkamera ohne digital. Ne? Kennt das doch jemand? Das gab es früher. Das nennt sich Film, also mit Film, ne? Analog, hat man dann ja so schön dazu gesagt. Den Begriff analog hat kein Mensch gekannt, bevor es den Begriff digital gab. Hab da immer gerne mit fotografiert, hab da gerne viele Fotos entsprechend mitgemacht und ohne Objektiv sieht man da nicht wirklich viel durch, aber man kann hier schön den Spiegel drin sehen. Im Grunde, das Grundsystem ist bei den modernen Spiegelreflexkameras ja immer noch so. Nur, dass halt der Sensor jetzt ein Sensor ist und es damals kein Sensor, sondern Zelluloid eben entsprechend gab. So, warum dieses Teil hier als wie gesagt, Attrappe? Weil ich nämlich etwas Tolles geschenkt bekommen habe, was man an so einem Blitzschuh festmachen kann. Ta-ta-ta-ta! Und das kann man dann auch noch festschrauben an so einem Blitzschuh und dann sitzt das auch schön fest und wackelt trotzdem ein wenig und das soll es auch, denn an besagten Blitzschuh kann man nicht nur diese Halterung festmachen, sondern auch dieses Mikrofon draufsetzen. Und das muss ich jetzt nur noch am besten mit beiden Händen festmachen, weil sonst geht es mir kaputt. So, und dann sieht das Ganze so aus. So, und für diejenigen, die mit solchen Richtmikrofonen, weil das ist tendenziell tatsächlich ein Richtmikrofon, sich gar nicht auskennen, warum sitzt das jetzt so locker und wackelt so fröhlich vor sich hin? Das soll verhindern, dass die Geräusche, die die Kamera selber macht, zum Beispiel das Fokussiergeräusch oder ein Zoomgeräusch, je nachdem, was für eine Kamera man halt eben entsprechend verwendet. Meine macht mit dem aktuellen Objektiv, das ich drauf habe, bisher jetzt bei sämtlichen Videos meistens verwendet habe, die ihr jetzt bisher gesehen habt, wenn es nicht das uralte Teleobjektiv gewesen ist, mit dem ich da sonst noch hantiert habe, mit dem es natürlich nicht ganz so einfach ist, entsprechend tolle Teleaufnahmen zu machen, weil es wirklich uralt ist und null Zusatzfeatures hat, also keine Bildstabilisierung, keine Servo-Autofokus-Geschichte und so weiter und so fort. Das Teil ist 16 Jahre, nee, noch älter, fast 20 Jahre alt, ja. Fast 20 Jahre alt, das entsprechende Objektiv, das ich da noch verwende, die passen ja alle noch immer auf diese Canon-Gewinde drauf. Ne? Also das, was dieses hier, da kannst du wirklich nahezu auch wirklich uralte Objektive von früher immer noch draufschrauben und mit denen immer noch heute auch wunderbar fotografieren. Funktioniert schon, aber sowas wie Bildstabilisierung
Ach, das gab's halt damals noch nicht. Das hatte da keiner noch dran gedacht, ne? Aber jedenfalls, so sieht das dann standardmäßig aus. Und jetzt fragt man sich ja, wozu ist jetzt dieses Bommelchen hier gut? Und warum, hatte ich ja gerade gesagt, warum sitzt das da jetzt so wackelig drauf? Und eben um die Geräusche, die die Kamera selber macht, die über das Gehäuse sonst an das Mikrofon abgegeben werden, deswegen meistens ziemlich gut zu hören sind, damit die halt dann nicht zu hören sind, ne? Ob das funktioniert, werden wir sehen. Aber die Idee finde ich schon mal toll. Das ist nichts Besonderes. Das hat wohl scheinbar jedes Mikrofon. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen schlau gemacht, weil ich fasziniert war und selber wissen wollte, wofür ist das da. Und scheint wohl wirklich sehr gut zu funktionieren. Ich habe also noch kaum Testaufnahmen gemacht. Das heißt heute, also eben eigentlich angekommen. Und ich bin begeistert und ich freue mich wirklich tierisch. Und ich muss jetzt dazu sagen, das ist mal wieder von meinem großen Wohltäter, der mir schon einen ganzen Haufen Zeug geschickt hat und schon wieder massiv übertrieben hat. Und das natürlich immer diesmal wieder. Also wirklich was. Das kann ich wirklich unglaublich gut gebrauchen, ne? Also Kamerazubehör, zurzeit ist das wirklich was Tolles, ne? Also da freue ich mich tierisch. So, jetzt steckt man hier hinten. Man wirft es erstmal runter. Ist wichtig. Das funktioniert nur, wenn man es vorher runtergeworfen hat. Steckt man da hinten jedenfalls, da in den 3,5 mm Klinkenstecker, den Klinkenstecker rein. Also Anschluss für den Klinkenstecker. Irgendwie so. Und jetzt könnte man, wenn jetzt diese Uraltkamera hier einen Anschluss für ein Mikrofon hätte, könnte man das jetzt theoretisch hier mal demonstrativ zur Seite dann reinstecken. Und dann hätte das Ding quasi erstens über diese Verbindung A, Strom, B, natürlich auch das Signal, dass das Mikrofon empfängt, dann direkt in die Kamera weitergeleitet. Und das hat den großen Vorteil, dass ich dann später beim Schneiden nicht eine externe Tonspur von irgendeinem anderen Gerät einpflegen muss in mein Schnittprogramm und das halt zu dem, was zu sehen ist, dem stummen Bild ansonsten, halt eben diese externe Tonspur drüberlegen muss. Das wäre jetzt technisch gesehen zwar auch nicht so schwierig, aber ich bin ehrlich gesagt ganz froh, wenn ich das nicht tun muss, sondern wie bisher auch, spuckt mir die Kamera direkt eine Bild- und eine Tonspur aus, die beide zueinander gehören und ich kann das dann verstellen. Muss ich aber nicht, kann ja auch so lassen, wie es ist. Und dann habe ich wieder weniger Arbeit beim Schneiden und dann passt das Ganze. So, jetzt ist der Ton von meiner aktuellen Spiegelreflex, wie ihr gerade hört, also ihr hört ja jetzt noch den normalen Ton, eigentlich im Grunde schon sehr, sehr gut für meinen Geschmack. Ich bin da ja kein Experte, was so Tontechnik angeht, aber ich habe schon den Eindruck, und es beschwert sich auch selten jemand, dass der Ton eigentlich schon wirklich ziemlich in Ordnung ist. So, inwiefern ist der jetzt mit diesem Mikrofon noch besser? Das weiß ich nämlich auch nicht. Das werden wir testen. Das werden wir dann sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich darauf, was das Resultat potenziell sein könnte. Was aber auf jeden Fall mit Sicherheit besser sein wird und auch der große Grund, weshalb ich denn unbedingt einen Spiegelreflex haben wollte, bei der man auch ein externes Mikrofon anschließen kann, war, dass man da nämlich nicht nur dann so ein lustiges Mikrofönchen oben drauf hat, sondern es gibt dazu auch noch einen Puschel. Ein lustiges Felltier. Ein lustiges Knäuel. Und dieses besagte lustige Knäuel kann man dann hier vorne drauf stopfen. Blub. Und dann hat man hier so einen Puschel. Und so ein Puschel ist super wenig windanfällig. Ich habe es jetzt eben mal schon mal ein ganz kleines bisschen ausprobiert und habe mal versucht, hier so feste wie möglich reinzupusten, um zu testen, was es dann an Windgeräusch im Video gibt. Und man hört dann schon, da ist Wind, aber man versteht mich immer noch wunderbar. Und wenn ich mir das zum Beispiel mal im Vergleich zu irgendwelchen Szenen, die ich in Schweden gedreht hatte, bei was weiß ich was für einem Wind, wo ich wirklich gegen den Wind anbrüllen wollte, wo man kein Piep versteht, was ich sage, wenn ich das so im Vergleich quasi heranziehe und mir dann jetzt anhöre, wie das klingt mit dem Puschel, dann ist das völlig überhaupt kein Vergleich, ne? Also da hört man dann noch so geringfügiges Mini-Mini-Rauschen mit diesem Puschel.
Da könnte ich dann also auch wirklich in Zukunft problemlos in Schweden oder oben auf dem Berg oder in den Alpen oder sonst wo, wo halt wirklich ordentlich Wind geht, dann hoffentlich mit meinem Puschelmikro trotzdem noch guten Ton aufnehmen. Und dadurch, dass das relativ klein und kompakt ist, kann ich ja auch entsprechend die Kamera dann trotzdem noch so halten, also so im Vlog-Stil. Und das Ding da oben macht es nicht völlig unmöglich, das Ganze dann noch hinzukriegen. Ne? Also das finde ich einfach super, dass man das auf dem Blindschlitten montieren kann. Ich wusste gar nicht genau, was ich da eigentlich dann irgendwann für ein externes Mikrofon haben möchte. Hat mir da noch keine Gedanken zu gemacht. Mir war klar, dass ich eins möchte, auf dem ich einen großen Puschel anbringen kann. Einen großen Puschel. So, und sonst hatte ich keine Ahnung. Und demzufolge hat sich jetzt auch nicht nur die Tatsache erledigt, dass ich jetzt schon eins habe, sondern es hat sich sogar schon erledigt, dass ich mir überhaupt Gedanken machen muss, welches ich da haben muss. Und ich muss nicht recherchieren und sonst wie. Und ich spare auch noch unglaublich viel Zeit bei der Frage, na, da seht ihr das Vibrieren des korrekten Mikrofons. Also das ist ganz, ganz toll. Da freue ich mich wirklich außerordentlich drüber. Und das ist wirklich ein ganz tolles Geschenk. Auch wenn ich mich jetzt wiederhole, ich bin begeistert. Sehr schön, sehr schön. Ist von der Firma Rode übrigens, also durchaus ein Markenmikrofon und nennt sich, Moment, hier steht's, Videomikro. Made in Australia. Entwickelt und hergestellt in Australien. Ist doch auch schön. Kommt mal nicht aus irgendeinem bösen Produktionsland, sagen wir es jetzt mal so vorsichtig ausgedrückt, ne? Auch wenn man da teilweise ja durchaus tolle Sachen hinbekommt und alles ist ja alles, ne? Kann man sehen, den Schuh, den, das Fass müssen wir jetzt nicht aufmachen, so, genau, oder uns den Schuh anziehen, je nachdem. Jedenfalls, ich bin begeistert, das habt ihr jetzt gesehen, jetzt müsst ihr es noch hören und deswegen schließe ich es jetzt mal an die richtige Kamera an, an der man dann auch eben entsprechend was hört und dann versuchen wir mal irgendwie Wind zu simulieren und ich erzähle noch eine Geschichte vom Pferd oder... Ich mache jetzt mit dem angeschlossenen Mikro nämlich noch das zweite Dankeschön, weil es kam noch ein anderes Paket mit Lesestoff und das kann ich dann ja eben entsprechend mit angeschlossenem Mikro, dann haben wir schon gleich ein entsprechendes Tonbeispiel und wie ich jetzt Wind erzeugen soll, ist mir noch nicht ganz klar. Habe ich hier irgendwo eine Pumpe? Nee, ist in der Garage, die ist zu weit weg. Viel zu weit weg, ist viel zu warm, um in die Garage zu gehen. Da muss man zwischendurch unterm Himmel vorbei. Nein, ich hätte gerne einen Tunnel zum Wald, das wär's. So Keller, Tunnel in den Wald, zum Wald graben und dann da erst hochkommen. Wie weit wäre denn so ein Tunnel? Naja, also Luftlinie, beziehungsweise Tunnellinie. Tunnellinie ist ja Luftlinie. Müsste ich das eigentlich mit 250, 300 Metern fast schon schaffen? Vielleicht fange ich mal an zu graben. Wenn mir jemand demnächst eine Spitzhacke schenkt, dann wissen wir wieso. Leute, ich brauche keine Spitzhacke, ja? Nein! So, ich baue mal um. So, wir schalten um auf den guten Ton mit dem Puschel. Ich habe den Puschel jetzt einfach mal drauf. Ich werde dann auch irgendwann auf jeden Fall nochmal ausprobieren, wie es sich so anhört mit Puschel und ohne Puschel. Aber wartet mal, das machen wir gleich. Also jetzt mit Puschel. Hallo, Puschel. Wobei ich schon glaube, dass das eine Reichweite von ein wenig, weiß nicht, 2-3 Metern bestimmt hat. Ich habe es nämlich eben auch nochmal ausprobiert und das Radio in der Küche angemacht und von weiter weg dann einfach mal spaßeshalber ein Video laufen lassen, um zu gucken, ob man das Radio in der Küche hören kann. Hat eigentlich ganz gut funktioniert und das ist eigentlich dann schon relativ weit weg gewesen und war außerdem noch um die Ecke der Schall. Und deswegen gehe ich schwer davon aus, dass das kein Problem ist, wenn ich jetzt hier in, was wird das sein, 80 cm Abstand zum Puschel, noch nicht mal 70 cm Abstand zum Puschel entsprechend sitze und quatsche. Also ich werde da bestimmt nicht so machen müssen, gell, Puschel? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich spreche mit irgendeinem Tier. Also so, ne? Das Gute ist, wenn ich den Puschel angucke beim Reden, dann gucke ich eigentlich tendenziell eher in die Kamera, als wenn ich auf den ollen Bildschirm nebendran gucke. Ne? Bildschirm ist ja so ein bisschen seitlich versetzt. Egal, wir haben mit dem Puschel gesprochen. Wir nehmen den Puschel jetzt mal spaßeshalber runter. Das erzeugt bestimmt irgendwelchen Lärm. Ah! Ein
Entschuldigung. So, das war jetzt bestimmt ein Haufen Störgeräusche bei der Puschelabnahme. Und jetzt hört ihr ja gerade, ich weiß nicht, ob man einen Unterschied hört. Ich sehe es dann selber erst beim Schnitt, beziehungsweise höre es erst beim Schnitt. Und ja, jetzt ist jedenfalls kein Puschel mehr drauf und wirkt einfach professioneller, wenn man so ein Mikrofon oben auf der Kamera stehen hat. Finde ich jetzt schon ganz interessant. Ich mache jetzt aber spaßeshalber den Puschel nochmal drauf. Einfach weil ich gerne mit Puschel, das sieht lustig aus, mit dem Puschel gerne arbeiten möchte. Gut, und dann kommen wir jetzt auch sinngemäß zum nächsten Paket, das mich erreicht hat, weil es waren ja schon wieder zwei und das hat der nächste auch nochmal total übertrieben. Wobei ich sagen muss, nicht so sehr wie jetzt hier mit dem Mikrofon. Das war schon sehr übertrieben in Anbetracht dessen, dass das von demjenigen kommt, der mir schon so viel Zeug geschickt hat. Oh, da. Hä? Wirklich, hä? Aber sehr cool, Bücher. Bücher. Was schön ist, weil da drüben ist noch Platz. Ein bisschen Platz ist tatsächlich noch. Ich kriege die also wirklich noch im Keller unter. Finde ich cool. Ich hätte natürlich noch diverse andere Bücherregale. Ich habe wirklich viele Bücherregale. Also schon viele. Also schon einige. Ne? Ja, jedenfalls sehr cool, sehr cool und ich bin wirklich sehr gespannt und ich werde da auf jeden Fall auch reingucken. Ich weiß nicht, ob das ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, dass ich gefälligst mal mit der Forstgeschichte weitermachen soll, ist. ist geplant. Also es ist vieles geplant, das ist das Problem. Vergessen habe ich wenig, hoffe ich. Nur die Umsetzung, wenn man so viele, das muss ich das machen, dann muss ich jenes machen und so weiter und so fort. Also, da gibt es schon wirklich immer genug zu tun, Videoidee technisch, aber auch die Forstgeschichte wird mal irgendwann nochmal weitergehen. Germanische Götter sagen, jedenfalls muss ich sagen, interessiert mich jetzt von dem Stapel, den du mir hier geschickt hast, wahrscheinlich noch am meisten, weil da kenne ich mich jetzt gar nicht aus. So Helden sagen, ne, die kennt man schon ein bisschen. Städte sagen, Burgen sagen, hat man vielleicht auch schon mal gehört. Aber so Götter, Also ich persönlich habe jetzt mit den germanischen Göttern leider wirklich viel zu wenig zu tun, obwohl die bestimmt saumäßig spannend sind. Also sprich die ja, germanisierte Version der nordischen Götter, die man als Thor und Odin etc. und so weiter und so fort kennt, hatten die alten Germanen wohl scheinbar, soweit ich das weiß, aber ich muss mich da wirklich nochmal mit auseinandersetzen. Also Angabe bitte ohne Schießgeprügel. Hatten, soweit ich weiß, mehr oder weniger dieselben Götter, die hießen nur anders. Das war so ein bisschen so ähnlich wie bei den Römern und bei den Griechen. Ne? Die Griechen hatten den Zeus, die Römer hatten den Jupiter. Beides war so ein bärtiger Typ, leicht bekleidet mit Dreizack. Ne? Je nach Darstellung auch gar nicht bekleidet. Jedenfalls gab es dann schon gewisse... Dreizack ist doch der... Na, wie heißt er? Der Neptun bzw. Poseidon. Ja? Blitz hat der gute Zeus bzw. Jupiter hier Blitze geschmissen. Auch cool irgendwie. Ja, wurscht. Jedenfalls, oh, da ist er ja schon. Das da dürfte Thor sein. Der schwingt da den Hammer. Ich habe aber keine Ahnung, wie Thor bei den Germanen hieß. Ich weiß nur, dass Thor nordische Version von dem hammerschwingenden Gott, der auf den Amboss kloppt und dann donnert, ist. Mit Streitwagen, mit Ziegen. Ja, ich bin wirklich gespannt. Also das werde ich mir heute Abend sicherlich noch mal kurz, zumindest ausschnittsweise, zu Gemüte ziehen. Ja, dann hatte ich ja schon gesagt, deutsche Städte sagen. Da meine ich ja schon 2, 3 zu kennen. Da meine ich schon, aber ich bin auch sehr gespannt, was da so drin steht. Die Mühle in Wispertal, die Vision vom Stifte Berg, Kloster Freckenhorst. Portal Westfalica. Ist natürlich dann besonders interessant, wenn man dann in der Nähe wohnt. Für mich ist das super toll als Nachschlagewerk, wenn ich mal in der entsprechenden Region unterwegs bin. Ich komme ja inzwischen doch relativ gut rum in der Bundesrepublik und werde dann an der entsprechenden Stelle, wenn ich da dann halt eben zu Besuch bin, vielleicht hier mal vorher nochmal reingucken, ob ich da nicht eventuell ein bisschen interessantes Material finde. Die Bücher sind auch richtig schön alt und ein wenig staubig. Hervorragend. Das ist gut. Ich mag das. Das ist alles, was da drüben im Regal steht, sieht so aus. Von daher ist das wirklich für mich irgendwie was Angenehmes. So ein schönes altes Buch. Muss auch ein bisschen staubig sein. Von wann sind denn die? Das würde mich jetzt noch interessieren. Steht natürlich wieder mal kein Datum drin. Es gibt viel zu oft, dass in Büchern kein Datum drin steht. Fällt da hinten noch?
Das würde mich jetzt auch so ein bisschen, ein paar Jährchen haben die auf dem Buckel, so viel ist sicher. Naja, gut, macht nichts. Macht sich aber wirklich hervorragend, auch optisch. Ne? Wenn man die jetzt hier so plopp, das macht sich auch optisch schön in meinem Regal. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig, das ist schließlich auch eine beliebte Videolocation bei mir. Ne? So, dann haben wir noch Heldensagen. Da kennt man ja den einen oder anderen, da unter anderem dem Herrn Siegfried, sehr sympathische Dame, die sich dann an allen gerecht hat. Wie heißt sie? Kriemhild? Kriemhilds Rache war es, glaube ich, ja. Ja. Ja, Helden. Helden haben wir genug. Bendalf der Graue. Brunhilds Erweckung. Ui, Jesus. Sigurd der Drachen. Ja, Sigurd, stimmt, den gab es ja auch noch, den Drachentöter. Richtig spannend. Oder war Sigurd Siegfried? Jetzt weiß ich es gerade nicht mehr. War Sigurd synonym für Siegfried? Ja, ihr seht, ich muss sowas dringend nachlesen. Es tut offensichtlich Not, mich mit entsprechender Literatur auszustatten. Und dann haben wir noch, das ist natürlich besonders schön, weil ich stehe ja auch wahnsinnig auf Burgruinen, deutsche Burgensagen. Noch so ein Ding, was auf der Liste der Projekte, die demnächst mal anstehen, steht. Vielleicht schaffe ich das in den nächsten Tagen. Fräulein kommt zu Besuch, Weiblein und Weibchen. Genau das Wort habe ich gesucht. Mein Weibchen kommt zu Besuch und dann wollten wir noch eine kleine Rundtour machen. Und auf besagter kleiner Rundtour gibt es zwei Gelegenheiten für, ja, so Sagen aus der näheren Umgebung. Eine höchst erotische. Und eine höchst dramatische mit Mord und Totschlag. Oh, ich finde die ganz cool. Und ja, deutsche Burgen sagen, jetzt lasst mich nochmal schnell schauen, gibt es hier ein Inhaltsverzeichnis? Gibt es nicht. Wenn, dann gibt es das hinten. Ja, hinten gibt es das. Und wenn ich jetzt meine entsprechende Burg finde, ja, nicht ganz so einfach. Das müsste man wirklich einfach mal kurz überspringen, zu welcher Burg da was ist. Greifenstein, Falkenstein. Ja, Falkenstein ist zum Beispiel so ein Problem. Burgen, die Falkenstein heißen, gibt es mindestens vier. Diese Klosterstein, der Turm, dort der Bill. Aha, hier habe ich was gefunden, was mir bekannt vorkommt. Die Windecker. Gucken wir mal nach, Seite 101. Weil die Windeck ist hier in der Nähe. Ich weiß nicht, ob das die richtige Windeck ist. Ah, nein, ist die falsche. Na gut, macht nichts, dann muss ich da halt hin. Ganz einfach, Problem gelöst. Ja, also vielen Dank. Das ist mal was anderes. Eine Kiste Bücher, ist neu, habe ich noch nie gekriegt. Finde ich cool, finde ich sehr, sehr cool. Insbesondere so Bücher, die sich im Keller gut machen. Das ist natürlich was Schönes. Das freut mich dann doch sehr. Ich habe auch noch ein paar Bücher ähnlicher Thematik tatsächlich drüben auch schon rumstehen. Das macht aber überhaupt nichts. Da kann man durchaus mehrere in der Richtung brauchen. Und ja, die machen so also optisch auch durchaus was her. Und da freue ich mich auf jeden Fall durchaus sehr drüber. Also vielen herzlichen Dank für die Büchersendung im großen Format. Tibi-Tobi. Jawohl. So. Jetzt haben wir auch den Ton genossen. Bin gespannt, wie sich das jetzt im Schnitt entsprechend äußern wird. Ich werde das Mikro wahrscheinlich nicht immer benutzen, weil der Standardton echt schon so gut ist, dass ich da eigentlich wirklich relativ zufrieden bin mit. Und ich denke aber, ich werde es immer dabei haben und immer dann aufsetzen, wenn der Puschel zwecks Wind notwendig wird. Aber wir werden ja sehen, vielleicht ist der Ton ja jetzt auch so überzeugend, dass ihr jetzt sagt, nein, mach das Mikro immer drauf, das ist total viel besser. Wir müssen auch nochmal den Outdoor-Ton und den Indoor-Ton vergleichen, weil hier drin ist halt doch vergleichsweise eine andere Akustik als draußen im Wald. Und auch da bin ich dann sehr gespannt. Gut, aber das soll es jetzt gewesen sein, weil ich gehe jetzt ins Kino. Kennt ihr Sneak Preview? Das gibt es meistens so einmal pro Woche in so größeren Kinos. Da gibt es dann irgendeinen Film für relativ wenig Geld und also irgendeinen Film, der noch rauskommt. Sprich, den hat noch keiner gesehen. Das ist immer eine Premiere.
Und ja, du weißt halt nicht, was kommt. Ich hatte das schon, war da schon häufiger, ich gehe da immer mal ganz gerne hin und habe schon so eine Grütze gesehen mit irgendeinem so komischen menschenfressenden Krokodil, ziemlich schlecht umgesetzt, irgendeinem unglaublich langweiligen und schlechten Horrorfilm, wo irgendwie der Antichrist plötzlich aufgekreuzt ist, aber total mies. Aber auch sowas Cooles wie die Rotkäppchen-Verschwörung. Wer die Rotkäppchen-Verschwörung noch nicht gesehen hat, das fand ich eigentlich ganz cool. Insbesondere als einen gewissen, der ist zwar relativ bescheiden, aber es gibt einen gewissen Waldbezug. Fand ich also von daher ganz lustig. Und was kam nochmal Gutes? Ja, ich suche der eine oder andere Actionfilm so einer Kategorie Hirn ausschalten und berieseln lassen. Ist dann auch in Ordnung, kann man sich da auch mal antun. Ja, bin gespannt, was diesmal gibt. Da gehe ich jetzt hin. Mach jetzt gut. Ich wünsche frohes Schmelzen.